Hallo alle zusammen, ich bin Martin und es ist Zeit zu spielen. Wir haben uns beim letzten Mal, eigentlich bei den letzten Malen, mit den Stämmen, die uns hier im Reich umgeben, angelegt und Stück für Stück diese zurückgedrängt und ihre Siedlungsflächen oder die Stadtflächen, die sie besetzt gehalten haben, versucht einzunehmen. Jetzt sind wir hier gerade dabei und versuchen, diese Raids abzuwehren und gleichzeitig hier unten das nächste Skytendorf einzunehmen. Wir werden damit heute Stück für Stück fortfahren und auch hier versuchen, diese Dörfer, naja, zu vernichten und Platz für unsere eigenen Siedler zu machen. Uns fehlen noch 11 Siegpunkte. Damit haben wir einen schönen großen Vorsprung auch vor Karthago, die wir als einzige Fraktion bisher wirklich direkt noch getroffen haben, also neben den Persern, die wir bereits vernichten konnten. Und wir wissen, dass auf jeden Fall noch mindestens zwei weitere Fraktionen, nämlich die Griechen und die Assyrer, hier im Spiel sind. Wissen aber, da wir noch keinen direkten Kontakt hatten mit denen, nicht, wie viele Punkte die denn inzwischen haben. Was mir bei den Karthagern ein bisschen Angst macht, ist diese schiere Masse an Militäreinheiten, die sie hier haben. Was mich aber so ein bisschen beruhigt ist, dass wir noch ein einigermaßen gutes Verhältnis und einen Friedensvertrag mit ihnen haben. Und wir haben dieselbe Religion, was auch nochmal auf unsere Beziehung natürlich Einfluss nimmt und uns dort einen kleinen Plusboost gibt. Okay, an der Stelle steigen wir einfach mal ein. So, da ziehen die Barbaren weiter auf unsere Städte zu. Und das gibt wahrscheinlich in der nächsten Runde spätestens den ersten Angriff. Hier rücken sie auch weiter ran. Okay, alles wie erwartet. Okay. So, wir können jetzt hier eine Entscheidung treffen, in welche Richtung wir unsere Nichte ihre Interessen unterstützen können. Und zwar könnten wir da, je nachdem, was wir wählen, ihr ein neues Attribut verpassen. Hier in Richtung Pferde, was sie als Gouverneur natürlich den Boost gibt, wenn neue Berittereinheiten ausgebildet werden. Hier der Gouverneur-Trait, dass sie die Produktion von Fischernetzen, egal ob auf Fisch oder auf Luxusressourcen, erhöht. Und hier könnten wir ihr die Fähigkeit geben, dass sie unsere Weiden, die Produktion unserer Weiden erhöht. Tja, Fabius Familie haben wir hier. Fabius, das sind alles Julier hier unten. Das heißt, das mit den Fischernetzen machen wir schon mal nicht. Ich glaube, da gehen wir eher auf Weiden. Ja, wir geben ihr das mit den Weiden und gucken dann einfach mal, was davon sich anbietet. Genau. Okay. Dann kümmern wir uns diesmal als erstes um unsere Produktion. Hier ist ein weiterer Streitkolbenkämpfer fertiggestellt worden. Das heißt, wir haben jetzt hier Bogenschütze und Streitkolbenkämpfer und ich würde sagen, wir bauen einfach hier. Wir könnten hier auch. Wir bauen hier mal Mauern. Das erhöht die Lebenspunkte unserer Stadtverteidigung um einiges. Und da das hier oben eine Stelle sein wird, wenn wir mit Karthago Krieg führen, die im Zentrum des Kampfes stehen wird, ist das wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee gerade. Gucken wir nochmal nach Capua. Hier könnten wir dasselbe tun. Wobei ich allerdings glaube, dass es sich wirklich hier vorne konzentrieren wird. Und dann wäre das hier nicht so wild. Okay, wir haben auf jeden Fall hier einen Bogenschützengrad fertiggestellt und ich würde jetzt hier einfach als nächstes nochmal einen Streitkolbenkämpfer bauen. Einheiten, Einheiten, Einheiten. Und in Ravenna ist die Schatzkammer fertig. Dann bauen wir doch hier als nächstes Forum oder Archiv.
glaube, wir tun was für die Forschung und bauen hier noch ein Archiv. Okay, Einheiten. Hier oben waren wir so weit vorgerückt. Das heißt, wir machen einmal hier unten weiter und kümmern uns so ein bisschen um den Raid, der hier stattfindet. Die Einheit besiegen wir locker. Oh, wir sind bekannt als die Unbesiegbare. Also unsere Königin ist bekannt als die Unbesiegbare. Das wollen wir hier nochmal ganz kurz klarstellen. Was machen wir mit ihm? Ich glaube, wir rücken ihn hier rein. Feuern mal auf die. Rücken hier eins rüber. Und besiegen die Barbaren dort noch. Bevor wir mit den Einheiten dann auch weiter nach hier hinten rücken. Und hier vorne schaffen wir es in der Runde, die Einheit, die da drin steht, zu besiegen. Das könnte klappen, ne? Ja. Wir versuchen das einfach mal. So. So. Jawohl. Wir. Ja, ein Unruhelevel im Patavium, dafür aber einen Streitkolbenkämpfer. Nein, wir lassen sie zu ihren Familien zurückkehren. Die Gefangenen, die wir da befreit haben, und bekommen hier zwei Bevölkerungseinheiten, also zwei Einwohner in der Stadt. Okay, jetzt können wir hier einmal schauen, wo wir die Stadt gründen. Ich würde einfach sagen, wir gründen sie. Lass sie uns einfach hier gründen. So. Wer kriegt die Stadt? Wir könnten sie auch noch den Julian geben und gucken dann, dass wir hier vorne Fabius Familie und Claudius Familie unterstützen. Ja, machen wir so. Auch die Stadt geht an die Julia. Ja, hätten wir wahrscheinlich hier unten doch gründen sollen. Dann hätten wir hier den Wein noch dazu bekommen. Aber auch den werden wir schon noch erreichen. Okay, ihr könnt noch feuern. Dann machen wir das doch so. Und ihr zieht nach vorn und feuert hier noch. Okay, sehr gut. Das hat sich doch hier gerade gelohnt. Dann gucken wir mal weiter. Hier können wir eine Beförderung auf jeden Fall reinsetzen. Ah, da bekommen wir das Adlerauge, um den Distanzmalus zu verringern. Wir haben noch 29 Befehlspunkte. Das könnte reichen, um da oben noch ein bisschen anzufangen aufzuräumen. Wisst ihr was? Lasst uns das versuchen. Wir rücken vor. Und zwar mitten rein. Kriegen wir nicht so. Doch, den kriegen wir auch noch weit genug vor, theoretisch. Den kriegen wir ran, um die fertig zu bekommen. Und rücken mit ihm hier rein und. Ah, es klappt nicht ganz. Aber wir haben ja hier noch Bogenschützen am Start. Jawohl. Und jetzt ziehen wir auch die Jungs noch mit nach oben. Und zwar dorthin. Lassen sie da angreifen. Die schaffen es nicht zu töten. Okay. Dann rücken wir sie einfach auf dieses Feld. Die Reichweite ist sehr gut. Ah, das nennt man einen kritischen Treffer. Ausgezeichnet. Sehr, sehr gut. Okay. Und den Rest lassen wir da so stehen und schauen aber ganz kurz noch. Den Siedler könnten wir jetzt ziehen. Wir machen das. Ja, wir ziehen den Siedler einfach noch da oben. Je schneller er da oben ist, umso besser. Okay, Produktion, Salernum. Wir
Brauchen die mehr Kultur dafür? Schatzkammer 1 haben wir schon, weil eine Gründung der Julius-Familie, die bekommt immer Schatzkammer Stufe 1. Dann bauen wir auch hier unten als erstes das Archiv. Ja. Oder wir fangen auch hier unten an, noch einen Arbeiter auszubilden. Wir haben hier nur einen, ne? Und ein zweiter ist auf dem Weg hier. Da und einer ist hier. Ach ja, lass uns hier einen Arbeiter bauen. Dauert 8 Runden. Aber es lohnt sich. Weiter geht's. So, mal gucken, was hier noch vorrückt und wie es hier weitergeht, vor allem auch. Ich bin gespannt. Ihr merkt schon, je weiter das Spiel fortschreitet, umso länger dauern auch die Runden. Okay. Sie plündern unsere Verbesserungen dort. Das ist in Ordnung. Damit war auch zu rechnen. Ah, unser Museum ist fertig. Sehr schön. Ausgezeichnet. Das ist nicht so ausgezeichnet. Wir sind. Unser Herrscher ist krank. Okay, ein Ereignis. Double Victory, doppelter Sieg. Oh. Wir haben gewonnen, aus welchem Grund auch immer. Moment, jetzt bin ich irritiert. Wieso haben wir gewonnen? Haben wir doppelt so viele Siegpunkte wie die nächststärkere Fraktion? Oder warum Double Victory? Das ist verrückt. Das erwischt mich jetzt unerwartet. Ihr merkt das. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt. Aber ich nehme diesen Sieg an. Nicht schlecht. Verrückt. Wir gehen einfach mal auf I'm not done with my story. Und wir spielen einfach noch eine Runde weiter. Ich werde aber an der Stelle tatsächlich erstmal diese Runde beenden. Vielleicht wird es noch eine Weiterführung geben. Das überlege ich mir noch in Ruhe. Aber dieser Sieg kam jetzt tatsächlich, ihr habt es gemerkt, kam plötzlich. Wie gesagt, ich hatte auch keinen Überblick, wie stark die anderen Fraktionen sind. Aber gut zu wissen. Ja, an der Stelle habt ihr auf jeden Fall schon einen großen Teil des Spiels gesehen. Ihr habt gemerkt, es gibt immer wieder Engpässe, durch die man sich durchwursteln muss. Bei uns war es der Kampf gegen die Perser. Wir haben diesen Kampf gewonnen, konnten uns dann gut aufbauen. Wir haben Glück, das muss ich auch dazu sagen, dass wir so ein gutes Verhältnis zu Karthago haben. Sonst hätte das hier ganz böse ausgehen können auch. Bis wir unsere Einheiten hier zurückgezogen gehabt hätten, von ganz hier unten oder selbst das Stück von hier rechts, hätten diese Einheiten hier bei uns keinen Stein auf dem anderen gelassen. Sodass ich ganz froh bin, dass wir mit denen gut dagestanden haben die ganze Zeit über und dass auch die gute Beziehung, die wir zwischendurch hatten, mit über 200 Punkten im Positiven, eben auch viel damit zu tun hatte, dass wir gegen Persien gekämpft haben, tatsächlich. Und auch so dieser Friedensvertrag zwischen unseren, oder dieser, ja doch, Friedensvertrag, die Chance hatte zu entstehen. Okay. Es gibt natürlich noch einiges mehr hier zu entdecken. Wir haben im Forschungsbaum, wenn ich den hier noch einmal aufmache, noch einiges nicht erforscht. Es gibt noch vieles, was wir auch an Einheiten noch nicht setzen konnten, seien es die Armbrustschützen, seien es die Schwertkämpfer. Letztlich sind es nur Verbesserungen der Einheiten, die wir auch schon haben. Aber trotzdem seht ihr, dass da noch einiges kommt. Und ich gehe auch fest davon aus, dass sich in diesem Forschungsbaum auch noch etwas tun wird. Sei es jetzt eine Erweiterung nach hinten oder eine Auffächerung, eine weitere der Bäume oder dass es sich vorne nochmal aufspaltet und noch mehrere Linien entstehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke, es gibt noch sinnvolle Änderungen, die man hier mit in den Forschungsbaum auch einbinden kann, vor allem was die wirtschaftliche Entwicklung auch nochmal betrifft. Ich finde, das kommt stellenweise noch ein bisschen zu kurz. Es geht letztlich ja, gut, es geht letztlich darum, dass wir Ressourcen abbauen, um unser Heer zu stärken. Das ist gerade so irgendwie der Hauptfokus. Ich finde, dass auch auf politischer Ebene noch viel mehr getan werden kann. Ihr habt es gemerkt, wir haben hier kaum mal was eingesetzt. Wir
hätten unsere Botschafterin viel öfter losschicken können, um in Verhandlungen gehen zu können. Allerdings sind diese Verhandlungen eben auch beschränkt. So, das heißt, diese Handelsmissionen sind zufällig. Wir können nicht auswählen, was wir zum Beispiel in welchen Mengen genau wie für was handeln wollen. Das gibt es noch nicht. Das wäre zum Beispiel etwas, das würde ich mir persönlich noch wünschen, dass es ins Spiel hineinkommt, um auch diesem Diplomatie-Aspekt nochmal einen größeren Wert zu geben. Denn auch in der Antike wurde viel gehandelt und ich denke, dass wir damit hier im Spiel noch eine größere Vielfalt einsetzen könnten. Was auch noch nicht schlecht wäre, ist, mehrere Möglichkeiten noch zu haben mit den Charakteren. Bisher Gouverneure, Generäle, vielleicht kann man noch mit den Familien Bündnisse schmieden, vielleicht kann man die gezielter fördern. Alles, was wir machen können, ist ihnen Geschenke schicken oder Luxusgüter schicken, so um ihre Stimmung aufzuhellen, was wir hier diesmal aber auch gar nicht brauchten, weil wir so gut dastehen mit ihnen einfach. Genau. Was ich ganz gut gelungen finde, ist die Stadtentwicklung, wie man hier die Flächen ausbauen kann und dann auch das Einsetzen der Spezialisten finde ich gut. Es ist nicht so wie bei Civ, dass eine Bevölkerungseinheit eben dann hier einfach so ein Feld bewirtschaftet, sondern wir können ganz gezielt oder müssten ganz gezielt überlegen, wo spezialisieren wir diese Stadt vielleicht auch mal drauf oder wo setzen wir jetzt den Experten hin oder brauchen wir sie vielleicht doch als Bevölkerung, weil wir die Befehlspunkte brauchen, die dadurch generiert werden, zusätzlich noch und so weiter und so weiter. Wie managen wir unsere Kosten? Wie halten wir unsere Ausgaben im Zaum? Das ist uns hier diesmal nicht so gut gelungen. Wir waren die meiste Zeit ordentlich in den Nassen und haben uns durch Ereignisse über Wasser gehalten. Genau. Das Arbeitermanagement gefällt mir ganz gut. Vor allem ist es auch viel übersichtlicher geworden im Vergleich zu dem, wie es angefangen hat. Auch allein schon, wenn ihr euch die ersten Videos einmal anguckt, gibt es da viele Verbesserungen, viele Komfortfunktionen. Auch hier die Übersicht wurde verbessert. Das gefällt mir sehr gut. Die Kämpfe fühlen sich auch gut an. Dass an den Animationen natürlich noch ein bisschen was getan werden muss, klar. Und ihr seht auch hier beim Museum zum Beispiel, man sieht halt den Rohbau, aber das war's. So, anders als zum Beispiel bei unseren hängenden Gärten. Die sind schon wunderbar und liebevoll ausgestaltet. Auch hier seht ihr, ist einiges dazu gepackt, was Details noch mit passt. Genau. Was ich schade finde, ist zum Beispiel, dass die Fortentwicklung der einzelnen Gebäude, hier nannte ich gerade die Garnison und die Festung, dass sie auf unterschiedlichen Feldern gebaut werden müssen. Ich meine, warum haben wir eine Garnison und eine Festung? Warum können wir nicht zum Beispiel die Garnison zur Festung erweitern? Von mir aus kann das auch funktionieren, indem wir da einen Arbeiter hinschicken, der da eine Aufwertung stattfinden lässt. Oder aber wir machen es übers Baumenü in der Stadt, dass wir dann hier quasi jemanden hinsetzen, der oder hier via Klick das Ganze aufwerten können. Das fände ich persönlich, glaube ich, auch nochmal für mich irgendwie logischer. Vielleicht aber auch einfach nur für in meinem Kopf gerade praktischer, auch einfach. Genau. Ansonsten sind auf den Einstellungen und ich habe nebenbei auch noch zwei, drei andere Spiele hier oder zwei, drei andere Partien gespielt. Und ich hatte das Gefühl immer noch, dass egal welcher Schwierigkeitsgrad, die Aktivität der Stämme sehr, sehr gering ist. Die Konkurrenten werden zunehmend härter. Das heißt, hätten wir jetzt vielleicht zwei Schwierigkeitsgrade höher eingestellt, wäre es nicht so einfach gewesen, uns Karthago vom Hals zu halten und wir hätten hier richtig, richtig zu knabbern gehabt, dann wäre wahrscheinlich auch allein schon der Kampf gegen Persien so nicht ausgegangen. Und auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist man wirklich gezwungen, sich zu fokussieren. Ihr habt gemerkt, ich habe hier zwischendurch versucht, verschiedene Standbeine aufzubauen, also nicht nur die entsprechenden Ressourcen, den entsprechenden Ressourcenabbau zu fördern, sondern eben auch gleichzeitig noch viel für die Forschung zu tun und so weiter und so weiter. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo wir Bogenschützen und Streitkolbenkämpfer zur Verfügung hatten, wäre hier bei uns der Fokus, und das bietet sich bei Rom als Supermacht auch an, oder als militärische Großmacht auch an, Militär bauen und erobern. Und dann wirklich den Fokus darauf legen, eine Militäreinheit nach der anderen rauszuhauen, um nicht so dazustehen, dass wir hier weniger Einheiten als der Gegner haben, sondern um einiges mehr an Einheiten haben. Oder aber es anders zu machen und wenig auf Militär zu gehen und dafür viel Diplomatie, unsere Konkurrenten bei Laune halten
unser Reich aufzubauen und dann über Kultur gehen, über Wunder gehen, über legendäre Städte zu gehen. Das heißt, den Kulturlevel hier so weit hochzubringen, das haben wir sehr vernachlässigt diesmal, dass wir nicht nur stark, sondern legendär sind. Da sind wir noch um einiges von entfernt. Genau. Denn legendäre Städte geben auch Siegpunkte und legendäre Städte geben uns auch die Möglichkeit, dann auch unsere besten Verbesserungen, sprich Einheiten, sprich Spezialisten, sprich Gebäude zu errichten. Nur in legendären Städten kann man zum Beispiel auch bestimmte Wunder errichten. Das gehört auch nochmal dazu. Das heißt, jetzt müsste ich eins finden auf die Schnelle. Ihr seht es, da zum Beispiel. Den Circus Maximus, den können wir nur bauen, wenn die Kulturrate der Stadt oder der Kulturstatus auf legendär ist. Genauso wie das Pantheon und genauso wie den großen Basar. Genau. Wie gesagt, Forschung finde ich alles in allem gelungen. Da würde ich mir wünschen, dass vielleicht noch ein bisschen mehr dazu kommt. Im Städtemanagement bin ich relativ zufrieden. Wie gesagt, die Aktivität der Barbaren und Stammeskulturen könnte man noch erhöhen. Also, dass wenn man mit ihnen in Krieg ist, sie eben auch einfach mal losziehen und uns angreifen. Wir können hier unten die ganze Zeit diese Städte, bis auf den Raid jetzt natürlich, eigentlich unbewacht lassen, weil die Skythen hier nicht vorziehen mit ihren Einheiten. Und ich wette mit euch, sie haben hier mindestens genauso viel stehen, wie sie hier stehen hatten oder wie sie hier stehen haben. So, und das finde ich, könnte man noch mal ein bisschen mehr in den Blick nehmen. Ansonsten finde ich es schön, dass das hat man jetzt in diesem Durchgang bei uns nicht so gut gesehen, dass aber auch die Einheiten unterschiedliche Stärken haben. Wir haben zum Beispiel die Vorläufer vom Streitkolbenkämpfer, den Axtkämpfer und den Speerkämpfer. Der Speerkämpfer zum Beispiel macht in Kampfrichtung nochmal auch ein Feld weiter ein bisschen Schaden. Der Axtkämpfer trifft immer noch eine angrenzende Einheit mit. Nicht nach hinten weg, sondern am selben Feld angrenzend. Das heißt, auch da kann man anfangen, ein bisschen zu taktieren. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen Tiefe reinkommt. Dann hätte man auch da noch eine ganze Ecke an Abwechslung. Wie das mit dem Siedeln funktioniert, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, was ich kann gar nicht überall Städte richten, aber ich finde, viele Siedlungspunkte sind gut ausgewählt. Man hat in jeder Stadt Ressourcen, auf die es ankommen kann, seien es Luxusressourcen oder aber auch Wachstumsressourcen, und die sinnvoll dazu beitragen, unseren Pool hier, unsere Lagerbestände gut zu erweitern und unser Reich damit auch am Leben zu halten. Wie gesagt, Diplomatie. Da würde ich mir noch wünschen, dass einiges mit dazukommt. Interaktion mit den einzelnen Familien, da würde ich mir noch mehr wünschen. Religion habe ich in diesem Durchgang ganz außer Acht gelassen. Das war Zufall, dass wir zum Judentum gekommen sind, weil wir die Perser angegriffen und ihre Städte eingenommen haben, beziehungsweise vorher auch das Judentum aus dem Persischen Reich schon zu uns rübergeschwappt war. Ansonsten habe ich da gar keine Anstrengungen hin übernommen. Das ist vielleicht noch was, was man sich auch nochmal genauer angucken könnte oder eben auch müsste. Aber ihr seht, beim aktuellen Stand geht dann der Sieg, vor allem auf diesem Schwierigkeitsgrad, wie wir ihn hier gewählt haben, doch auch relativ flott und unerwartet, wie ihr bereits bemerkt habt. Okay. Ja, ich hoffe, dass die Entwickler an diesem Spiel dranbleiben, dass sie es gut weiterentwickeln. Bisher bin ich da aber tatsächlich guter Dinge. Es kommen immer wieder kleine Patches rein, die Bugs beheben. Es kommen kleinere Upgrades rein, die die Benutzeroberfläche erweitern und das Ganze auch ein bisschen intuitiver gestalten, wie jetzt auch die Stadtübersichten zum Beispiel. Und ich hoffe, dass die Entwickler da dranbleiben und das immer weiter fortführen. Wie gesagt, für diesen Moment war es das. Ich überlege mir, ob ich einfach dann nochmal 3, 4 Runden mit diesem Spielstand dann hier fortsetze. Einfach um euch auch nochmal ein paar weiterentwickeltere Einheiten zu zeigen, nochmal zu zeigen, wie vielleicht auch mit den Belagerungswaffen hier in unserem Fall dann dem Onaga gekämpft werden kann. Und vielleicht auch einfach nur, um die Herausforderung zu haben, uns einmal mit Karthago, ob wir es jetzt müssten oder nicht, aber einmal mit Karthago uns anzulegen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt und nicht nur bei diesem Teil, auch bei den letzten Teilen. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, wie es euch gefallen hat. Vielleicht auch von euch zu hören, wie euch das Spiel selber gefällt, falls ihr es ausprobiert habt.
Was ihr vielleicht für Ideen, für Vorschläge habt, die Entwickler sind da tatsächlich relativ offen. Es gibt genug Möglichkeiten, sich mit denen in Verbindung zu setzen und ihnen euer Feedback mitzuteilen. Dafür ist es halt auch eine Early Access Version. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Was hier bei uns auf dem Channel als nächstes läuft, da lasst ihr euch einfach mal überraschen. Und ich hoffe, dass ihr auch weiter zuschauen werdet und wünsche euch bis zum nächsten Mal wieder eine wunderbare Zeit und ganz viel Spaß beim selber Spielen.